Wie wir eben gehört haben, kommt Leo Auberg nicht weg von seinen Erlebnissen im Lager. Er fürchtet sich, frei zu sein. Oscar Pastio, das Vorbild für Leo, sprach vom Lager als seine Sozialisation. Aber die Deportationen haben nicht nur diese Generation tief geprägt, sondern auch die Generation der Kinder, die im Schweigen aufgewachsen ist, also ihre Generation. Haben Sie es als Ziel verstanden, dieses Schweigen, was die Deportationen betrifft, zu überwinden? Leo Auberg, the protagonist, cannot leave his experiences in the camp behind. He is afraid to be free. Oscar Pastio, who is the model for this novel, spoke of the camp as the place that socialized him. But the deportations didn't only have a profound effect on this generation, but also on the generation of the children who grew up in silence, that is, Herta Müller's own generation. So the question is, did she see it as her goal to overcome this silence surrounding the deportation? Yes. Also, ich habe ja, als meine Mutter war ja auch deportiert, 5 Jahre lang. Und ich habe als Kind, also im Dorf, alle in der Generation waren deportiert. Es war ja eine Folge nach 1945 des Krieges. Und zwar die deutsche Minderheit wurde deportiert als Kollektivschuld an den Verbrechen des Nationalsozialismus. Und das Problem war ja nur, dass man, die Deportation war im Januar 1945, der Krieg war ja erst im Mai zu Ende. Also die Leute, die in der Armee waren, waren noch gar nicht aus dem Krieg zurück. Also man hat nur Zivilisten genommen, Leute, die für den Krieg zu jung waren oder zu alt waren, und dann meistens Frauen. Und Rumänien war ja ein faschistischer Staat damals. Rumänien war mit Antonescu an der Seite von Hitler. Und also das Ungerechte war ja, dass man nur die deutsche Minderheit genommen hat. Während die Rumänen mit Antonescu auch alle in Stalingrad waren und an den Kriegsschäden der Sowjetunion genauso beteiligt waren. Das hieß ja Aufbauarbeit, hieß der Grund offiziell. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich es tun. Well, I did understand that, but the question is, when I remember everything. Frau Müller's mother was deported. All the German minority were deported in January 1945. It was because they were responsible collectively for German war crimes, for the war. But because the war was still going on, it went on until May, of course, they were civilians. They were either too young to fight or they were too old to fight. So it wasn't the soldiers who'd been at Stalingrad, for instance, who'd been responsible for the destruction of the Soviet Union. They were deported to the Soviet Union in order to build it up again after the destruction wrought by the German invasion. Romania was, of course, a fascist state at this time. Romania had fought on the side of the Nazis under Antonescu. And have I missed anything there? Und man hat trotzdem nur die deutsche Minderheit genommen. Yes, there was at this time a German minority in Romania. They don't hardly anyone left anymore, but there was the German minority, and so they punished the German-speaking minority for the crimes of the Wehrmacht and so forth, or as punishment for the invasion. It wasn't the Romanians themselves. It wasn't exactly. Ja. Und Rumänien hat ja dann nach 1945 seine Geschichte gefälscht. In der offiziellen Geschichtsschreibung von Rumänien hieß es immer, Rumänien war an der Seite der siegreichen Sowjetarmee. Das war aber erst 3 Tage vor Kriegsende. Und insofern hat man über die Deportation durfte man auch nicht sprechen. Also
die Leute, die deportiert waren, durften darüber nicht sprechen. Das durfte man nicht erwähnen. Man hat auch nicht darüber gesprochen, und zwar bis zum Sturz, bis 1989 durfte man über die Deportation nicht sprechen. Das hat es nicht gegeben. Und die Leute hatten natürlich Angst. Also die, die das Lager überlebt haben, haben natürlich auch nicht darüber gesprochen, weil die waren so dressiert vor der Angst. Und 50er Jahre, man konnte wegen allem verhaftet werden. Und, aber natürlich hat man in der Familie darüber gesprochen. Oder die Leute, die deportiert waren, wussten untereinander. Man wusste, jeder im Dorf wusste, wer deportiert war, wer nicht. Ja, das war die Situation. They falsified their history after 1945. They said that they had been on the side of the Soviet Union, in effect, and effectively made out that only the German minority were responsible for the invasion and so forth. So you weren't allowed to talk about the past in an open way, and so nobody was allowed to talk once they'd come back from the deportation about their experiences. There was silence, and there was fear. If you spoke about it, then you could get arrested, especially in the 1950s. But nobody spoke about it officially, and even amongst themselves, it was difficult. Only in private, in families, and so forth. But unofficially, people, of course, they knew it was a silent history. So all the way up to 1989 and the fall of Ceausescu and communism, it was a taboo. Ja, wenn man über die Deportation gesprochen hätte, hätte man sich natürlich auch an das faschistische Rumänien erinnert. Und das sollte ja nicht sein. Yes. Und das war wahrscheinlich der Grund. Und ich hatte immer eine Mutter, meine Mutter kam mir immer vor wie eine alte Frau, schon als Kind. Und ich habe immer gespürt, dass ich wusste nicht, was Deportation heißt. Was soll sich ein Kind unter Deportation vorstellen? Und ich habe immer gedacht, meine Mutter hatte so auch verschiedene, auch gerade die Art und Weise zu essen. Die kannte ich dann später auch von Pasteur. Also das, ich glaube, chronischer Hunger über Jahre, der prägt so, dass man nie wieder normal essen kann. Die Beziehung zum Essen war ganz, ganz, ganz schrecklich, und wenn meine Mutter immer schnell gegessen hat oder oft sogar im Stehen oder im Gehen, die konnte nicht am Tisch sitzen. Und als Kind, wenn ich sie gesehen habe, wenn ich mit ihr allein war, es war mir irgendwie unheimlich. Ich wusste nicht warum, ich hatte keine Erklärung. Ich hatte auch keine Wörter dafür, aber man spürt ja, es gibt Gefühle. Als Kind kann man das nicht in Worten ausdrücken, aber ich habe diese Dinge gespürt und auch, vielleicht soll er mal übersetzen, sonst rede ich wieder zu lange. Spoke about it, then you were reminding people of the fascist Romania, and they didn't want to talk about the fascist Romania. And Frabuna remembers her own mother. Her own mother always seemed, when she was a child, to be a very old woman already. And in particular, the way she ate and her attitude to food and to eating, she could never sit down at the table. She was always eating, standing up or walking. And when Frabuna met Oscar Pasteur, who she worked with on this novel, and who was the model for the main character, he had the same attitude to food and to eating. Ich musste zum Beispiel Kartoffeln schälen lernen. Die Kartoffel war in dem Lager, in dem meine Mutter war, das Hauptmittel, das Hauptnahrungsmittel. Bei Pasteur war das Kraut. Also das war wahrscheinlich in Lagern verschieden, je nachdem, wo die waren und was dort. Die haben jeden Tag Kraut bekommen, Pasteur. Meine Mutter, die haben jeden Tag Kartoffeln gekriegt. Und meine Mutter hat eine richtige Komplizenschaft mit der Kartoffel gehabt. Ich musste Kartoffeln schälen lernen. Sie hat mir hunderte Male gezeigt, wie man die Kartoffel schält, ganz dünn. Ich musste einmal ansetzen mit dem Messer und eine Schale immer nur einmal in einem Mal, damit man nicht öfter dran schneidet, damit nicht etwas verloren geht.
wir hatten so viele Kartoffeln. Es war überhaupt, es gab keine Ursache, nicht? Und das waren für mich schon so, als müsste man in der Kartoffel sein Leben zuschneiden. Und das war für mich schon damals ganz, ich habe das alles nicht verstanden, was das alles mit, und ich habe, wenn das mit der Kartoffel, wenn ich nicht gut geschält habe, das hat sie krach gemacht. Und das waren immer so Dinge, in vielen Sachen habe ich immer gemerkt, da sitzt etwas in der Person, was ich mir nicht erklären kann. Of course, as a child, she didn't understand what has been happening. You know, she sensed things, but she didn't understand it. And in particular, she had to learn how to peel a potato. Her mother would tell her how to peel potatoes, and they had to do it 100 times. And you had to peel it very, very, very finely. And if she peeled it wrong, then she'd get into trouble. In the camp, work camp where her mother was, they had potatoes every day. Potatoes were what they lived on. And in the camp where Oscar Pasteur was, it was cabbage. Yes. Yes. So it was this peeling the potato and doing it in the right way and having this special relationship with the potato, which stuck in Frau Müller's mind and stuck in her memory when she thinks of her mother. Und Pasteur hat bis zuletzt Pasteur hat manchmal, der ging wohin abends, nur weil es zu essen gab. Und wenn ich sagte, Oskar, du hast doch zu essen, das war nicht rational. Oder wir saßen im Flugzeug und er schlief ich dachte, er schläft, wenn die Stewardess kam mit dem Wägelchen, mit dem Sandwich. Und ich sagte, ich wollte nichts, dann stieß er mich, sagt, nimm's. Und nimm's für mich. Und da sage ich, was willst du damit machen? Das ist mein Abendessen. Aber das war eine irrationale Beziehung zum Essen. Und das ist bis, der war fast 80 Jahre alt, es ist immer so geblieben. Ne? Diese Beziehung zum Essen, die hat sich nie wieder normalisiert. Und das alles hat mich natürlich sehr, sehr interessiert und sehr beeindruckt auch. Und vielleicht sagt er ja, ja. Pasteur, yeah. He would often go to places in the evening just because there was something to eat. He had this completely irrational approach, this irrational relationship with food. And from what I remember, they'd be on an aeroplane and he'd be asleep, and he was nearly 80 years old or so. And the stewardess would come down with the snacks or whatever, and Frau Müller would say, no, I don't want anything. And then he'd sort of wake up and say, yes, go on, take it. We need it. I need it. And she'd say, well, why do you need this sandwich? You're not hungry. Oh, yes, it is. It's my supper. I need it. So she's always very impressed by both her mother and by Oscar Pasteur because of the way that they felt about food. Und ich wollte immer darüber schreiben. Ich habe in manchen Büchern, kam das bisschen am Rande vor, schon in meinem ersten Buch, in den Niederungen. Und ich habe mich nicht getraut. Ich habe immer gedacht, ja, irgendwann später. Und dann, meine Mutter, wenn ich mit ihr gesprochen habe, hat sie mir immer gesagt, wer noch alles gestorben ist. Ne? Und dann habe ich irgendwann gedacht, wenn ich es jetzt nicht mache, gibt es niemanden mehr. Die Leute sterben alle mit der Zeit, es wird keine Zeugen mehr geben, wer kann das erzählen? Und dann habe ich damit angefangen und bin dann mehrere Wochen war ich bei einer Ehepaar, die lebten inzwischen auch in Deutschland, in Süddeutschland, und habe aufgezeichnet, habe mit denen gesprochen. Und das waren auch Leute vom Dorf, die mit meinen Eltern gut befreundet sind. Aber ich habe nicht viel erfahren. Meine Mutter redet überhaupt nicht vom Lager, kann sie nicht. Und diese beiden Leute, die Frau war dann inzwischen auch schon gestorben, auch während ich schon damit angefangen hatte. Und die haben mir immer nur Allgemeines erzählt. Und das sind auch Leute vom Dorf. Ich glaube, auch Bauern können auch nicht über sich selber sprechen, weil sie das nicht gewöhnt sind. Das war nicht eine Verweigerung, sondern die Leute sind nicht gewöhnt, über sich zu reden. Und
insofern, ich war mit den Aufzeichnungen nicht zufrieden. Ich habe keine Details, was ich jetzt, alle Details, die ich erfahren habe, die habe ich vom Pastor. Und ich wollte ursprünglich natürlich, meine Mutter sollte natürlich die Protagonistin werden. Aber als ich dann mit Pastor anfing zu arbeiten, habe ich alles von Pastor erfahren. Und das hat sich dann sofort, also hat sich das geändert. Also die Fixation ging sofort auf Pastor selbst. Und von meiner Mutter wusste ich nicht viel. Und Pastor wusste auch nicht viel über die Frauen im Lager, weil die waren ja separiert. Auch Ehepaare durften ja nicht zusammen sein. Die Ehemänner waren in einer Baracke und die Frauen waren in anderen Baracken. Also insofern hat sich das automatisch, hat sich dann das alles auf Pastor fixiert und es war normal. Mm. She always wanted to write about it, but she wasn't quite sure when. She nearly did it in the very, very first book. A mother would never ever talk about it, and a mother said, "We would say, well, wait until everyone's died." She found an elderly married couple, and she went to live with them. And I think the wife died, and she didn't get too much out of the husband. They didn't want to talk about it. They were country folk. They were farmers or peasants, and they weren't used to talking about themselves. They perhaps didn't have the language to do so. So it was only once Frau Müller got to work with Oscar Pastor, who is a poet, that she really got to know about what happened. So she became sort of concentrated on him and on his experiences. And of course he experienced it from a male point of view because he was in a male area, a male camp, or a male barracks, and he didn't really know was what happened to the women. Und ich weiß ja auch, dass mein seltsamer Name, dieses Hertha, so heißt kein Mensch in meiner Generation. Also das ist, meine Mutter hatte eine Freundin im Lager, die verhungert ist. Und da hat sie sich dann vorgenommen, wenn sie überlebt und wenn sie dann ein Kind hat und wenn das ein Mädchen ist. Ich habe den Namen bekommen. Ne? Also irgendwie waren die Dinge so in meiner Biografie drin, dass ich, das Thema hat mich schon immer beschäftigt. Ne? Und dann habe ich den Pastor, ich wusste, dass Pastor deportiert war, auch nicht mehr. Pastor hat auch nie darüber gesprochen. Erst als ich ihn gefragt habe, ob er mir helfen würde, dass ich Details, Einzelheiten aus dem Alltag des Lagers erfahre. Und als ich dann mit Pastor anfing zu arbeiten, als ich anfing aufzuschreiben, dann habe ich erst gemerkt, und ich glaube auch eher, wie nötig er das für ihn war. Und er hat mir die ganzen Dinge erzählt und es war ja das Glück für mich, dass Pastor ein Intellektueller, also er hat auch, wie soll ich das sagen, er hat auch er hat das alles reflektiert, aber die Beschädigung war trotzdem ganz intuitiv da im Körper und das hat mich auch erschreckt, dass es bei einem Intellektuellen ist der Schaden genauso wie bei meiner Mutter zum Beispiel. Also Pastor hat mir gezeigt, wie man schaufelt, weil die dann die Kohle abladen mussten und die waren ja chronisch unterernährt, dystrophisch, also mit Wasser im Körper und der hat mir das Schaufeln gezeigt und ich habe immer geschrieben und er hat mir, und ich habe, das gibt ja auch ein Kapitel, wo es nur das Schaufeln beschrieben ist. Und ich habe dann, ich konnte nicht so schnell mitschreiben und habe gesagt, stopp, Oskar, ich jetzt mit der linken Wade oder wie man den Fuß auf die Ferse stellt oder auf die Zehe und wie man die Schaufel so und wie man das dann so hebt. Und das haben die, hat er jeden Tag, er hat immer probiert, einen Trick zu finden, dass man sich nicht so anstrengt. Um das auszuhalten, um die Arbeit zu schaffen. Wenn man die Arbeit nicht geschafft hat, wurde man bestraft. Und dann war das alles noch im Körper drin. Und wenn ich sagte, stopp, dann hat er gesagt, ich kann nicht aufhören. Weil er konnte nicht unterbrechen und dann weitermachen. Es war nur alles in einem. Das war in den Körper hineingemeißelt. Und oh, das hat mich richtig erschreckt. Ne? Und das war nach 60 Jahren. Und er hatte das vorher nie jemandem gezeigt.
In dem Moment, wo es mir wieder gezeigt hat, als hätte er bis gestern jeden Tag geschaufelt. Das sind so Sachen, die kann man nicht rational erklären. Ne? Und das war für mich schon sehr beeindruckend alles. Ja, okay. She always wanted to write about her mother, but the problem was she couldn't write about her mother because her mother wouldn't speak about it. But her name Hertha, no one is called Hertha of her age, it's an old-fashioned name, and she's called Hertha because her mother had a friend in the camp who died, and she promised herself that if ever she had a child, it was a daughter, then she would call her Hertha. So these experiences are a part of her being, a part of her biography. When she did start to ask Oscar Pasteur about his experiences, he was talking about them for the very first time. He hadn't told anyone about them either. But he, of course, unlike the country married couple that she mentioned earlier, he was an intellectual, so he thought about it. He could reflect on everything. He had a different sort of a approach to memory and to his experiences. But she noticed that even with him too, of course, that he was still damaged by it. And she spoke a lot towards the end about him remembering about digging, about shoveling, and he would show her how he shoveled, and his whole body would be shoveling. He couldn't stop showing her. He had to carry on, and she couldn't sort of interrupt him and say no. He had to sort of do it, and it was as if 60 years after the event that he was shoveling for all he was worth, just as if it was 60 years ago. And she's convinced that this is the first time that he had spoken about it to everybody. But she thinks he must have been going through his head the whole time, or he must have carried on shoveling somehow in his mind. Naja, und dann habe ich mit Pasteur auch diese Lagerorte besucht. In der heutigen Ukraine ist das, in diesem Donbass-Gebiet, Dniepropetrovsk. Das ist da, wo die Timoschenko verhaftet ist. Das ist also in dieser Gegend, wo Janukowitsch, diese Kohlebarons sind, die alten Stalinisten. Und wir waren da und wir haben ein Ticket gehabt, Flugticket, um sofort zurückzukommen, weil ich dachte, Pastor hält es vielleicht nicht aus. Und wir kamen dorthin, er war glücklich. Er war glücklich, als wir in diese Lager kamen, er war glücklich, ist herumgelaufen. Ich habe das alles gar nicht verstanden. Und am ersten Abend hat er gesagt, ich habe meine Seele gefüttert. Und ich habe am Abend geheult. Im Hotel, im Zimmer, weil ich das nicht, das hat mir so weh getan. Er war wie nach Hause gekommen. Und das ist auch ein Zeichen von Beschädigung. Und ich konnte mir das auch nicht erklären. She went back with Pasteur to the areas where these work camps had been. That's nowadays the Ukraine, the Donbass area. It's ruled over by Ukrainian Prime Minister Yanukovych. Yeah. Yanukovych. It's where Timoshenko, the previous Prime Minister, is in jail, and Yanukovych. In this Gegend, yeah. He's an old Stalinist. The old Stalinists are back in charge. Prime Minister says, and Pasteur was running around, and he was happy, and he told her that he had been feeding his soul. And Fomina went back to the hotel, and she cried that night. I mean, she couldn't quite understand, and she noted, of course, that it's another sign of damage, damage that was done to him. That he was so happy to be back in his place. I've seen a documentary film. Viel später, vor einigen Monaten, mit Jorge Semprún. Und Jorge Semprún war auch zurück mit dem Regisseur in Buchenwald im Konzentrationslager. Das war auch kurz erst bevor Semprún gestorben ist, also vor 2 Jahren oder wann. Und in diesem Film habe ich dasselbe gesehen. Die kamen dort an und Semprún läuft herum und lacht und wie ein kleiner Junge.
Und der Regisseur fragt Sim Proon, ob er froh ist, sagte, selbstverständlich, ich bin doch hier zu Hause. Ich gehöre doch hierher. Und das ist immer, offenbar ist das ist eine Art Stockholm-Syndrom. Ne? Und ich habe dann im Nachhinein sofort gedacht, mein Gott, das hat Pastor gemacht. Das ist eigentlich die Reaktion, das ist offenbar wieder das, was ich nicht kapiert habe, was es ist. She also noted the same reaction that Pastor had on a documentary film about the Spanish writer Jorge Semprún. He was in Buchenwald. Concentration camp. Buchenwald. Not a labor camp. In the film, he was taken back to Buchenwald and he was running around and somehow saying, this is my childhood. Somehow he was pleased to be back there. So she recognized the same sort of Stockholm syndrome. Perhaps it's related to that. Ja, und ich habe dadurch begriffen, auch durch Pastor, dass eine Beschädigung, ein Trauma, das ist etwas, ist eine Intimität. Das hat etwas von Erotik. Es hat eine quälende Erotik. Das ist etwas, was dich fast umgebracht hat, wird gegen dich selbst geliebt. Also das ist, man kann das nicht erklären. Also Psychologen wissen ganz bestimmt, wieso das so rum funktioniert. Mich hat es nämlich überrascht, als Laie das zu sehen. It's something to do with trauma and somehow it is related to sexuality, that there's something that you love about what had been paining you and torturing you and persecuting you. It's difficult to explain and to understand, but it's something deep in the psyche. Und auch Sehnsucht nach dem Lager. Pastor hat mir das oft gesagt, die erste Zeit, als er zu Hause war, die Sehnsucht nach dem Lager. Er hatte richtig Heimweh nach dem mageren Hunger, nach der Kälte, nach dem, ja, auch nach dem Tod, nach dem Sterben. Das kann man nicht erklären. Ne? Das habe ich auch versucht, auch in dem Buch, dass das auch in dem Text drin ist. So this homesickness for the camp, she used the word Sehnsucht, which means yearning, it means that you miss it. Once you're back, then you miss the hunger, you miss the dying, you miss the experiences. And Pastor told her about this, that when he was first released, he felt he was missing it deep within himself. It's time to ask for questions from the audience. Do you have any questions for Pamela? Herzlichen Dank für die Lesung. Wie ist die Reaktion in Rumänien auf Ihr Buch? Greg's asked about the reaction to her books in Romania. Aber besonders dieses Thema, die Lage. Especially the topic of the camps. Ich weiß es gar nicht so genau. Also, das ist natürlich, es ist übersetzt worden. Die Übersetzung ist sehr gut. Das ist ein sehr guter Übersetzer, der alle meine Bücher übersetzt hat. Die Besprechungen waren lobend, aber ich glaube, man macht sich keine Gedanken darüber, also im Allgemeinen. In Rumänien insgesamt, ich meine, wird wenig diskutiert über die Geschichte. Also es wurde nie diskutiert. Es wurde nicht über die faschistische Zeit diskutiert. Im Gegenteil, heute wird Antonescu wieder rehabilitiert. Es werden Statuen aufgestellt und Straßen und Friedhöfe nach ihm benannt. Also er wird bewundert. Anstatt über den Faschismus zu reden oder ihn aufzuarbeiten. Das ist natürlich furchtbar und das ist auch ganz schrecklich für die heutige politische Situation,
denn das sind diese ultra-rechten Nationalisten, das ist wie Zhirinovsky in Russland. Ne? Also das, diese politische Richtung ist in Rumänien sehr stark. Genauso auch der Antisemitismus bis heute ist in Rumänien sehr stark. Das wurde nie diskutiert. Also anders als in Deutschland zum Beispiel oder in Spanien hat man auch mit der Franco-Zeit ganz spät angefangen, ne, und ist bis heute noch nicht zurande gekommen. Ne. Also in Rumänien wurde überhaupt nichts diskutiert. Und das Lager, die ganzen Lager, es gab in Rumänien auch noch andere Lager, auch Konzentrationslager, also in Transnistrien, das ist an der Grenze zur Ukraine, diese Konzentrationslager in der Antonescu-Zeit, die waren unter rumänischer Leitung. Also die Nazis mussten da gar nichts machen. Die Rumänen haben da sehr gründlich gearbeitet. Und Rumänien hat seine Juden alle fast vernichtet. Es gab genau wie in jedem anderen Land, wo die Nationalsozialisten waren, in Rumänien gab es die Rassengesetze, es gab die Ghettos, es gab die Juden durften keinen Besitz haben, durften nicht studieren, mussten den Davidstern tragen. Es gab die ganzen Massaker. Also darüber wird in Rumänien nicht gesprochen. Das ist das Problem. Insofern hat man bei dem Buch wahrscheinlich auch darauf geachtet, dass nicht das ganze Thema zur Sprache kommt. Obwohl man hätte davon ausgehend, hätte man das diskutieren können. Aber das ist nicht passiert. Well, she's not sure. Her book's it's been translated. She got a very good translator who translates all her books. So it was reviewed and the reviews were all very positive. But, she doesn't think that in Romania these events are discussed properly at all, that anyone's really addressing them. In Romania at the moment, there are some ultra-right-wing forces in operation. All sorts of feelings like anti-Semitism are still quite virulent. Antonescu himself has been rehabilitated, and lots of people admire him. There are statues and streets and cemeteries which are named after him, and all this is, of course, has very negative effects on the contemporary political situation in Romania. If you go back to wartime, then the Romanians themselves ran their own concentration camps in the Transnistria area, which is the border with contemporary Ukraine, I think, and the Nazis, the German Nazis. I didn't have to do anything that the Romanians exterminated their own Jews, and they enacted the Nazi laws without the German Nazis, so to speak, having to intervene. And none of that is being addressed in any way, in contrast to the way it has been in Germany, perhaps in contrast to Spain, although in Spain she recognizes that it took a long time before people started to talk about Franco, and that still isn't happening. Center of society, perhaps even in Spain. Entschuldigung, darf ich kurz nachdenken? Yeah. Aber nachdenken, Sie sind aber Nobelpreisträgerin. Hat Rumänien darauf reagiert? Im Zusammenhang mit diesem Thema? Did the Romanians react to winning the Nobel Prize in the context of this topic? I mean, is that not Es waren nicht alle Rumänen froh. es gab Leute, die waren froh, aber es gab viele, die waren natürlich nicht so froh. Es war das Problem, dass ich habe den Rumänen das weggenommen. Ich bin ja Minderheit, deutsche Minderheit. Die Rumänen hätten sich natürlich gewünscht, wenn das schon mit Rumänien zu tun hat, dann soll es ein richtiger Rumäne bekommen und nicht irgendwie eine Minderheit hier. Und insofern haben sie sich ja natürlich jetzt gedacht, wenn ich es bekommen habe, wird es ganz lange niemand mehr von ihnen bekommen. Rumänen. Und das war natürlich für die Rumänen nicht so schön. Aber
Es gab natürlich auch die ganz normalen Reaktionen. Dann gab es aber auch eine Diskussion, ob ich rumänische Literatur, ob ich auch rumänische, als rumänische Literatin gelten könnte oder nur deutsche. Dann gab es, ach, es gab allerhand. Es gab auch Leute, es gab einen Typen vom Geheimdienst, vom Temeswarer Geheimdienst, der hat gesagt, ich müsste die Hälfte des Preises dem Geheimdienst geben. Weil der Geheimdienst hat ja dafür gesorgt, dass mein Leben so aussieht, wie es aussah. Und insofern gehört ihnen das. Und hat sich dann auch überall gelobt, dass er hätte ja meine Wohnung in Temeswar verwanzt und er hätte mich persönlich abgehört. Und also pervers. Ja, das war pervers. Und also allerhand, es gab allerhand. Ja. There were lots of reactions, sort of perverse reactions. For instance, if I may start at the end, Timișoara, Secret Service man, said that she should give half the prize money to the Secret Service because it was only because they had persecuted her and bugged her flat in Timișoara. He said he personally bugged her flat in Timișoara. This is given her topic and that she otherwise wouldn't have anything to write about. They also weren't happy about a German Romanian winning this prize because they said, well, if a Romanian's going to win it, then it needs to be a Romanian, and now nobody from Romania is going to win it for a long, long time. So there was lots of resentment about the prize and the attention. Some people were pleased, but lots of people were not. Yeah. It's the same problem with Imre Kertész. Yes. In Hungary, haben sie auch gesagt, endlich mal ein Ungare und jetzt ist es ein Jude. Also, in Hungary, yes. They had the same problem. Imre Kertész won it, and people said, well, it's nice that it's a Hungarian. Well, it's not nice that it's a Hungarian. It's a Hungarian, but of course it's a Jewish Hungarian. Mm. Yes, but he lives in Germany now because it feels it's a lot safer to be a Jew in Germany than to be a Jew in Hungary. Yes, yes. Und now he hat sein Archiv aus Budapest nach Berlin gebracht und hat es in das jüdische Museum getan, weil er Angst hat, dass man es dort zerstört. Und die Ungarn haben frohen Herzens haben sie alles hergegeben. Sie hätten ja sagen können, nein, das wollen wir behalten. Das ist ja unser Nobelpreisträger, das ist ja ein großer Intellektueller. Denn die haben das sofort gegeben, da habt ihr das. Also das ist, ich glaube, in Ungarn ist es noch schlimmer. In Ungarn haben die Juden ja mittlerweile auch Angst. Also auch in die Synagoge zu gehen. Oder das, also die wollen, man, in Ungarn zeigt man am besten gar nicht mehr, dass man, wenn man jüdisch ist. Das ist, in Ungarn ist es schlimmer, ja. Well, the situation in Hungary is pretty difficult. You don't show that you're Jewish in Hungary. You don't go to the synagogue. You're worried about going to the synagogue. And Imre Kertész, the Jewish Hungarian, won the Nobel Prize a few years ago, for instance, has given his archive, all his papers to somewhere in Germany, and the Hungarians or Glazes take it. You know, they didn't want to keep this this sort of archive for themselves, his manuscripts. So he was, he himself lives in Germany, as colleague has just said. So in Hungary, it's probably worse than in Romania. Charlotte. Ich fand das ganz interessant, dass nicht nur die Geschichte Pastios im Buch mitspricht, sondern auch ihre Mutter. Und wollte dann fragen, ob andere Geschichten und andere Stimmen da mitsprechen. Ich müsste auch dann an Paul Celan zum Beispiel denken, als ich den Roman gelesen habe. Nicht nur um das Titel, sondern auch dass also er seine Kriegserfahrung als Schaufeln beschrieben hat. Mhm. Und ich wollte fragen, also wie weit er seine Stimme da war, als sie geschrieben haben, und auch also andere Stimmen, andere. The question is about not just Frau Müller's mother, Oskar Pastior, but about the Romanian German Jewish poet Paul Celan. Paul Celan, for instance, wrote about digging and shoveling in a famous poem called "Death Fugue," if I may
that there's a little footnote. And Charlotte is asking whether Paul Celan's experiences are also part of this book. Mm-hmm. Eigentlich nicht, nein. No. Ich habe mich, ich weiß nicht, also über, das hätte ich mich nicht getraut. Das schien, wäre für mich sehr problematisch gewesen. Weil ich habe mich nur auf die Sachen verlassen, die mir gesagt oder erzählt worden sind. Ich habe dann andere, einige Bücher gelesen, Sachbücher, zum Beispiel über Frauen im Gulag, weil ich über Frauen nichts wusste. Oder Erinnerungen von ganz einfachen Leuten, die so im Selbstverlag erschienen sind. Also das ist keine Literatur, sondern einfach nur Leute, die ihre Erfahrungen aufgeschrieben haben, um Tatsachen, um Fakten zu erfahren. Und dann versucht, das alles in dieses Gebäude hineinzutun. Oder es gibt auch Sachen von, also, dass dieser Turprikulic, der Kapo, dass der aus der Lagerleitung umgebracht wurde, hat mir mal ein Mann erzählt, dass, als sie zurückkamen, wurde so einer, der im Lager ganz ein Sadist war, der wurde umgebracht. Und es hat sich nie herausgestellt, wer das gemacht hat. Also solche Geschichten schon. Oder dass einer nicht mehr essen konnte, dass er bei einer Beerdigung war, weil die Erde so einen Meter tief gefroren ist in dieser Gegend im Winter. Und das Graben ist sehr schwer. Und dann, wenn ein Russe gestorben ist in den russischen Dörfern rund um das Lager herum, haben die sich natürlich, die Deportierten haben probiert, dort dann die Gräber zu schaufeln, weil sie kriegten was zu essen. Und dann hat mir ein Mann erzählt, er hat das gemacht und hat dann dieses Grab gegraben. Und natürlich nachher kam dieser Leichenschmaus. Er hat gegessen, aber er hat, als er auf dem Weg nach Hause war, hat er alles herausgekotzt, weil der Magen das Essen gar nicht mehr vertrug. Und diese Erniedrigung vor dem eigenen Magen, du hast so viel, so schwer gearbeitet, du wolltest doch was zu essen, um nicht zu verhungern, und dann nimmt der Magen das nicht an, weil dein Körper schon so kaputt ist. Also solche Geschichten habe ich aus verschiedenen, immer so kleine Bruchstücke. Und sowas alles habe ich dann versucht, das alles irgendwie reinzubringen und auch mit diesem Protagonisten zusammen zu vereinbaren. Ja. Mm. There wasn't anything about Celan, a very famous poet. She wouldn't have been confident about using his stories or his material, but she did get facts and stories from wherever she could. I mean, she read factual reports of the women's camps, for instance, and she built in stories and anecdotes that she'd heard from other people. For instance, the story about the murder of the capo, Tuor Prikulic, whose name came up. He was a particularly sadistic capo, a guard, and he was murdered, and no one knows who exactly murdered him, but that story comes from a different source, if I've understood her correctly. Another story about digging a grave, and the earth was frozen for a whole meter, and you were given, the deportees were promised food if they dug the grave, and one man told her about how he'd done this, and then been given food or a feast, and of course his stomach wasn't used to food, so on the way home he sicked everything up. So she gathered the information from wherever she could. It wasn't just from Oscar Pastor. I think it's asking the last question. Yeah, Silke. Ja, meine Frage schließt eigentlich direkt daran an. Und ich habe mich gefragt, inwieweit Sie auch sprachlich etwas haben übernehmen können. Also man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass Sie eigentlich das Unsagbare versprachlichen in Ihrem
Roman, dass sie Leuten eine Stimme geben, die vielleicht selber das nicht so hätten sagen können. Haben Sie auch vieles sozusagen direkt, also auch Worte, Sprache übernehmen können, oder ist die Sprache wirklich Ihre? The question about the language and whether the language comes from her sources, one gets the impression that Frau Müller is expressing the unsayable in her works, and that Silke is wondering whether this comes from the sources or exactly what's happening with the language. Naja, ich habe eine Zeit lang mit Pastor ja zusammengearbeitet. Und wir hatten ja beschlossen, dass wir das Buch zusammenschreiben. Pastor hatte einige Begriffe. Der Hungerengel ist ein Wort von Pastor. Dann die Herzschaufel. Aber Herzschaufel ist ein technisches Wort, also eine Schaufel, die das Schaufelblatt eine herzförmig ist. Das heißt einfach so. Das sind Hunger, Haut- und Knochenzeit, ist auch ein Wort von Pastor. Das sind schon die Wörter, die ich von ihm habe. Die habe ich auch behalten. Pastor ist ja dann plötzlich gestorben. Pastor ist dann auf die Buchmesse gefahren, hat einen Herzstillstand gehabt, ist umgefallen und war tot. Und da war ich mit dem ganzen Zeug allein. Und dann habe ich ja sehr lange nichts gearbeitet. Ich habe auch gedacht, es ist nichts, es ist alles, vergessen wir es. Weil ich habe Pastor sehr gerne gehabt. Wir haben uns durch diese Arbeit auch sehr, sind uns auch sehr nahe gekommen. Er hat mir sehr viele, natürlich sehr, sehr persönliche Dinge gesagt. Wir haben diese Reise zusammen gemacht, was dann für mich so ein großes Glück war, weil ich hatte die Orte gesehen. Wir waren in einer Fabrik, die war nicht mehr, das war nach dem die Ukraine unabhängig geworden ist. Das war, glaube ich, 2004 war ich mit Pastor da. Und dann war es ein Fabriksgelände, die Fabrik funktionierte nicht mehr, aber wir durften dort drauf. Also sonst hätten wir das nicht besuchen dürfen. Und Pastor hat auf dem Gelände war alles da. Pastor hat mir das große Rohr gezeigt, das dort liegt, die Kellertür, wo er im Keller war, die Treppen zum Keller, dann der große Kühlturm, das war alles kaputt. Die Koks-Batterien standen nebeneinander, aufgebrochen, dass man sogar gesehen hat, wie sie innen aussehen. Und es war für mich ein Glück. Und Pastor hat gesagt, es sieht genauso aus wie damals, als wir hierher gekommen sind. Wir haben das alles repariert. Jetzt ist das schon wieder alles kaputt. Also es war für ihn so traurig, weil er sagte, es wäre umsonst gewesen. Und er hätte gedacht, das wurde aufgebaut und jetzt ist das immer irgendwie eine Fabrik und funktioniert. Und ich hatte das alles gesehen. Und ich hatte den Himmel gesehen, ich hatte die Pflanzen gesehen, ich hatte die Umgebung gesehen. Ich wusste, wie sieht Steppe aus? Wie sieht diese? Das war für mich so wichtig. Nachdem Pastor dann tot war, dass ich, weil ich das alles wusste und weil ich das alles mit ihm auch besucht hatte, er konnte mir das alles zeigen, habe ich mich dann getraut, nachdem er ein Jahr tot war, ich hatte einen sehr, 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 sehr engen, lieben Freund verloren. Das war für mich das Wichtige. Nicht mehr Literatur, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Und dann habe ich mich getraut, nach einem Jahr die Notizen habe ich dann wieder angeschaut und gedacht, er hat sich das so gewünscht, dass es ein Buch wird. Und er hat die letzten 3 Jahre nur mit mir verbracht, damit wir das machen. Und ich musste es probieren. Ne? Und irgendwie bin ich ihm das schuldig und dachte jetzt, Mensch, Oskar, wenn es nicht gelingt, kann ich sagen, ich habe es nicht geschafft. Aber ich muss es probieren. Ich musste meine Sprache nehmen.
Ich musste mich auf mich, ich musste alles umschreiben, weil ich habe gedacht, wir sind nicht mehr ich und er. Ich muss mich von ihm verabschieden. Es gibt ihn nicht und ich muss das auf meine Verantwortung, ich muss es auf meine Kappe nehmen. Und ich habe von A bis Z alles umgeschrieben dann wieder. Ich habe fast die Hälfte ist erfunden. Alltag im Lager, die Geschichten, ich musste mir Sachen, ich wusste von vielen Personen gar nichts. Einen Satz, dann musste ich mit diesen Personen was anfangen. Ich musste die Personen miteinander in Verbindung bringen. Es musste ein Lageralltag her. Und das hat mir alles so viel genützt, dass ich die Orte gesehen hatte, was mir damals gar nicht klar war, dass das so wichtig ist für mich dann. Und wenn er nicht gestorben wäre, weiß ich nicht, das wäre ein ganz anderes Buch geworden. Weiß ich nicht, wie es geworden wäre. Ich weiß auch nicht, wann es fertig geworden wäre. Weil Pastor war ein alter Mensch, der allein lebte. Und ich war für ihn, ich glaube, die letzten Jahre war ich seine naheste Bezugsperson. Und ich wollte manchmal schon aufhören und sagen, komm, wir fangen an. Und er wollte nur immer noch erzählen. Er wusste, dass ich jede Woche hinkomme. Und es war für ihn so wichtig. Ich glaube, er hatte sogar Panik, dass die Zeit vorbei sein könnte und ich komme da nicht mehr. Also das sind so viele persönliche Sachen zwischen uns beiden gewesen. Und ich habe dann auch natürlich, das war auch meine Trauerarbeit, dieses Buch zu schreiben. Also ich habe gedacht, das ist meine Trauerarbeit. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe es gemacht und habe es angefangen. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis ich mich auch getraut habe, Sachen zu verändern. Die er mir die Notizen, habe ich gedacht, nein, Oskar, das funktioniert jetzt nicht. Ne? Sorry, tut mir leid. Aber am Anfang hatte ich ein richtig schlechtes Gewissen, ne? Ob er das jetzt akzeptieren würde. Und dann habe ich gedacht, nein, ich muss mein eigenes Ding machen, sonst geht gar nichts. Ich blockiere mich selbst. Ich muss einfach sagen, so, jetzt ist gut. Ich muss jetzt meine Sachen, ich muss es jetzt probieren. Und Pastor darf jetzt nur noch zuschauen, weil er kann ja nicht mehr hineinreden, leider. Well, the question was about language, and some of the phrases did come from him. For instance, Hunger Angel, which is the English title of the novel, originally came from Pasteur, and a heart shovel or a heart-shaped shovel, which is also a technical term that comes from him, and another phrase or two. Half the book is fiction, is invented. You have to imagine lots of things. And of course, the relationship with Pasteur, and in his last year, she thinks she was the person closest to him, and she had lots of discussions with him, but then he died suddenly as they were working on this book, and suddenly it wasn't expected, and she couldn't work on it for a whole year, and she eventually sort of tried and started again, but she had to do it in a completely different way, and all the time she was having a dialogue in her mind with Pasteur and sort of talking to him and saying, well, look, you wouldn't have agreed with this, but I've got to do it this way, and worried that having a bad conscience that he wouldn't have approved of what she's made of it, but that's the way that. That she had to do it. I've given you everything there, but. Ladies and gentlemen, I think it's time to draw this to a close. Thank you very much for your attention. Please join with me in thanking Julian for a fantastic film. Yes. Thank you.